Übernehme für alles im Leben Verantwortung. Warum ist es das so wichtig, dass du für alles im Leben die Verantwortung, ich sag bewusst nicht Schuld, weil sowas wie Schuld gibt es nicht in meinem Wortschatz, habe ich gestrichen, die Verantwortung du selbst übernimmst. Warum ist das so? Die Antwort ist wirklich ganz einfach. Nur für die Dinge, für die du persönlich Verantwortung übernimmst, nur diese Dinge kannst du auch ändern. Denn der die Verantwortung hat, hat auch meistens die Macht. Wir kennen das. Geschäftsführer verdienen mehr Geld, weil sie mehr Verantwortung haben. Also mehr Macht, sozusagen mehr Verantwortung. Und dadurch auch letztendlich die Dinge verändern können. Wenn du keine Verantwortung hast über die Dinge, die dir zugestoßen sind oder die dir passieren, die Fehler, die Misserfolge und so weiter, kannst du auch nichts daran ändern. Ja? Mal ein ganz blödes Beispiel, Asterix und Obelix, ja, die Gallier, für jedes Missgeschick, für jeden Misserfolg haben sie die Götter sozusagen in die Verantwortung gezogen. Ja? Mit anderen Worten, alles ist dem Schicksal überlassen und die Götter sind für alles verantwortlich. Wenn die Ernte schlecht war damals, waren es die Götter, die dafür verantwortlich waren. Und dann musste man irgendwie Opfer bringen und obstruse Rituale führen und so weiter, um die Götter wieder zu pleasen und so weiter. Das beste Beispiel, weil die Verantwortung laut damals, ja, in ja, 3., 4., 5. Jahrhundert, irgendwie sowas, man nicht die Verantwortung bei sich selber gesucht hat, sondern bei den Göttern, das war im Übrigen auch teilweise bei den Römern so, konnte man auch selber nichts ändern. Und das ist genau falsch. Wir leben heute im 20. Jahrhundert und wir sollten die Verantwortung immer bei uns selber suchen und übernehmen und dadurch erhalten wir die Macht und die Möglichkeit, die Dinge zu verändern. Misserfolge richtig zu interpretieren und daraus zu lernen und Erfolge ja, sozusagen daraus zu bauen. Und warum ist es so wichtig? Weil ganz viele Leute da draußen, und ich sage jetzt bewusst nicht nur junge Leute, sondern teilweise Leute, die ich schon coachen dürfte in 1:1 Coachings, die teilweise 30 und weit über 30, teilweise über 40 Jahre alt sind, und ich kenne es auch aus meiner eigenen Erfahrung, immer noch ihre Eltern beschuldigen für was weiß ich alles, warum es in ihrem Leben nicht funktioniert. Ja, meine Mutter hat mir immer das und das gesagt, mein Vater hat mir immer das verwehrt, die haben mich so und so beeinflusst und so weiter und so weiter, die haben mich so und so erzogen, deswegen ist aus mir das und das heute geworden und so weiter. Solange du andere Leute beschuldigst für die Dinge, die in deinem Leben nicht d'accord sind, mit denen du nicht im Einklang bist, wird sich nie was ändern. Ja, es ist vielleicht für den einen oder anderen hart zu verstehen, aber wenn du das einmal hinbekommen hast, diesen Glaubenssatz einmal in dir verankert hast, dass letztendlich an allem, an Misserfolgen und Erfolgen im Leben nur du und nur du alleine verantwortlich bist und sein kannst, das ist sozusagen die Grundvoraussetzung dafür, dich persönlich, also in deiner Persönlichkeit oder dann auch in deinem Business-Erfolg weiterzuentwickeln. Und ich finde das so, so wichtig, weil so viele Leute, ich weiß nicht, Millionen von Leuten wahrscheinlich da draußen einfach in ihrem Leben nicht weiterkommen, weil sie andere Leute ständig beschuldigen. Ich habe das ständig, ich habe das auch bei einigen Mitarbeitern von mir, sobald irgendwas nicht funktioniert, ist immer Gott und die Welt verantwortlich. Niemals die Person selber. Und das sind mitunter die schlimmsten Mitarbeiter, die du in deinem Unternehmen haben kannst. Und solche Leute, die kannst du auch teilweise nicht wirklich ändern, aber ich wünsche es mir, dass ich vielleicht den einen oder anderen hier mit diesem Video davon überzeugen kann, dass es wirklich wichtig ist, dass man Verantwortung übernimmt, die Schuld nicht immer bei anderen sucht und selbst wenn andere irgendwie Teilschuld haben, ja, niemand kennt die volle, nicht die absolute Wahrheit, sowas wie die absolute Wahrheit gibt es auch nicht. Ja, die absolute Wahrheit, die gibt es nicht mal in der Kirche, soweit ich weiß. Auf jeden Fall wichtig, ja, denn nur dann und wirklich nur dann ändert sich was. Und ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, noch ganz kurz die Anekdote zu meiner eigenen Erfahrung. Mein Vater ist ein sehr bodenständiger, moralisch extremst korrekt aufgestellter Handwerker, der immer sagt, such dir deinen Job, als ich klein war, immer, ja, such dir deinen Job, den du sicher hast, ja, sicher und bis an dein Lebensende sozusagen machen kannst und dann hast du deine Rente und das ist alles sicher. Und
Ich habe dann irgendwann mal später erfahren, dass letztendlich das Unternehmertum steckte schon immer in mir, aber irgendwann mal musste ich erfahren, dass in unserem System, so wie wir es heute kennen, dass Sicherheit immer einen Preis hat. Und das ist der Return, also das, was du dafür zurückbekommst. Desto sicherer eine Sache ist, ein Business, eine Idee, ein Investment, was auch immer, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sehr viel zurückbekommst dafür. Das heißt, Risiko, wenn sich das Risiko erhöht, oder andersrum gesagt, die Möglichkeit, die Opportunity von höheren Returns, ja, geht immer einher mit höherem Risiko. Ja, wenn das nicht so wäre, ja, das spiegelt sich auch in jedem Investment in Form von Zinsen wieder. Wenn es nicht so wäre, dann würde unser System so, wie es ist, nicht funktionieren. Und okay, momentan haben wir ein bisschen komische Zinsen, das ist aber nur temporär, das wird nicht ewig so sein. Auf jeden Fall, wichtig nochmal, übernehme Verantwortung, ja. Und ich weiß, dass es sehr, sehr schwer ist, besonders wenn du jemand bist, der es gewöhnt ist, ja. Ich weiß noch aus meinem Sachkundeunterricht von der 4. Klasse, da ist mir eine Sache hängen geblieben, nur diese eine Sache, aber die ist sehr, sehr wichtig. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ja, der Mensch ist ein Tier, auch nur ein Tier und letztendlich ein Gewohnheitstier. Und das ist eben, dass man dein ganzes Leben lang bewusst immer nur andere beschuldigt hast oder die Schuld immer irgendwo im Außen gesucht hast, ne? Dich jetzt umzugewöhnen, das ist, bedarf Training, ja? Training, 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 aber ich kann eins versprechen, du Step by Step wirst du da besser werden und desto mehr du die Schuld und die Verantwortung bei dir selber suchst, desto mehr wirst du spüren und merken, instinktiv und auch relativ zeitnah werden sich die Dinge zum Besseren wenden und wandeln. Ja, wirst du mehr Erfolge haben, mehr Erfolge feiern und auch deine Misserfolge nicht mehr so, nicht so ohnmächtig gegenüber deinen Misserfolgen gegenüberstehen. Das soll es gewesen sein für dieses Video. Wenn es gefallen hat, dann schauen wir gleich das nächste Video an und ich wünsche noch viel Spaß. Bis dahin, tschüss.